In Kitzbühel wird wieder aufgeschlagen und zwar nicht erst beim großen Turnier im Sommer, sondern auch heute schon beim Jugendwintercircuit in der Tennishalle Kitzbühel. Walter, was ist denn das genau für ein Turnier? Ja, das ist das Turnier, das bezeichnet sich eben als Masters Turnier, ist ein Endspielcharakter von vier vorangegangenen Turnieren, die sind ausgetragen worden in Seefeld, in Hall, in Ischgl und in Telfs. Und eben bei diesen Austragungsorten sind eben Punkte verteilt worden für die Sieger und eben mit entsprechender Punktezahl. Und die acht Besten von den kompletten vier Turniere haben die Qualifikation für das Masters erreicht. Und dieses Masters findet seit Freitag statt. Heute sind die Endspiele und so ist die organisatorisch jetzt der Ablauf von diesem Turnierverlauf. Gespielt wird ja in verschiedenen Klassen. Die Jugend ist ja an der Reihe. Welche Kategorien gibt es? Wie wird hier gespielt? Ja, es sind drei Kategorien. Zum einen ist es U12, also Altersbereich unter 12, dann U14 und U16 und jeweils in männlich und weiblich unterteilt. Du hast ja die Turnierleitung übernommen hier für das Masters in Kitzbühel. Wie kommt es eigentlich, dass jetzt das Masters in Kitzbühel ausgetragen wird? Ja gut, in den vergangenen Jahren ist das in bewährter Weise, Art und Weise durchgeführt worden schon. Also Kitzbühel war schon öfters jetzt dieser austragende Verein und wir sind wieder angefragt worden im Laufe des letzten Jahres, ob wir wieder bereit wären, dieses Masters zu übernehmen dankenswerterweise. Und dann haben wir uns bereit erklärt, eben für die Finalspiele dort zu sein, weil eben auch dieses Außenrum ideal ist für so eine Ausrichtung. Und ja, und müssen eben auch einen Dank an den TTV richten, dass er uns eben wieder herangezogen hat für diesen Turnierbereich. In der Kategorie weiblich U16 hat sich ganz eindeutig die Zillertalerin Nadia Gruber durchgesetzt. Nadia, mal herzlichen Glückwunsch an dich für diesen tollen Sieg. Wie war denn das heutige Finale für dich? Ich habe eigentlich gut gespielt und war auch motiviert und so. Wie war die Gegnerin, die Sabrina? Ja, die kenne ich jetzt eigentlich schon länger und habe oft schon gegen sie gespielt und sie hat eigentlich auch gut gespielt. Nichtsdestotrotz war es ja ein ganz eindeutiger Sieg und zwar, du hast ja gespielt 6:0, 6:1. Hast du dir das erwartet, dass du dich so ganz klar durchsetzen kannst? Nein, so ganz klar nicht, aber ich habe die vorderen Turniere jetzt gut gespielt und beim ÖTV in Seefeld letzte Woche bin ich auch ins Halbfinale gekommen, obwohl ich mir es nicht erwartet habe und habe mir deswegen auch hab ich mir schon gedacht, dass ich gewinnen wäre, aber wie hoch und so habe ich mir nicht erwartet, so hoch. Bei den Burschen U14 hat sich Anton Schwarz aus Gramsach durchgesetzt. Auch an dich einen herzlichen Glückwunsch, Anton. Hast du mit diesem Sieg schon gerechnet? Nein, eigentlich nicht. Wie ist es dir denn ergangen in diesem Turnier? Naja, ich war in Forum und ja, es ist einfach cool, dass es gereicht hat. Das hat gereicht, ja. Also du warst absolut in Topform, würde ich mal sagen. Wir haben das ganze Jahr beobachtet. Wie schaut denn dein Tennistraining aus? Wie viel trainierst du? Wie trainierst du? Ja, also zweimal die Woche. Was macht es denn da beim Training? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also Vorhand trainiert man und Rückhand. Und die Schwächen, da wo man noch nicht so gut ist, dass man das noch ein bisschen besser trainiert. Ja. Wie schaut es mit Kitzbühler Beteiligung aus? Ja, Kitzbühler ist ein Jugendlicher gemeldet gewesen, der Schroll Philipp, der aber leider gesundheitlich absagen hat müssen am Samstag. Also wäre normalerweise alles noch geplant gewesen für seinen Einsatz. Aber Samstagvormittag habe ich eben diesen Anruf erhalten, dass er mit Fieber aufgestanden ist vom Bett und leider halt eben nicht teilnehmen hat können. Und wie gesagt, eben, also das Turnier verläuft so, wie er im Plan ist. Manchmal sind Gesetzte in der ersten Runde dann ausgeschieden. Aber so im Grunde genommen ist das, wo geplant war.
oder vorhergesehen war, dass das Finale so stattfindet, ist eben eingetreten. Welchen Stellenwert hat denn dieses Turnier im Jugendtennis? Ja, durch das, dass das eben auch im Tiroler Raum stattfindet und vor allem auch im Wintersbereich, wo heute Tennisspieler nicht so intensiv versorgt werden mit Turniere, ist das natürlich eine hochwertige Sache, wo sie die Jugendlichen untereinander treffen im Leistungsbereich, um eben da sich zu messen und auch im Hinblick auf die kommende Saison wieder irgendwie die Fitness und diese Match-Situation aufrechtzuerhalten.